klopfe mir das da weg und tue die ganzen Holzsachen da rein. Genau. So, noch mehr Lasertürme. Ja, einfach dazwischen ausfüllen. So. Da sollte nichts durchkommen können. Ernsthaft. Also es wird wahrscheinlich unser gesamtes Energienetzwerk komplett leer saugen. Aber es ist ja mit der Hauptbasis verbunden, also es ist kein Problem. So, Roboport. Was war das? Das war ein Scout. Wir haben übrigens hier alle Basen angeditscht, ne? Die werden gleich kommen. Roboport, wo bist du hin? Da bist du. Kommst da in die Ecke. Du bekommst Repair Packs. Bau bitte davon eine Handvoll. Dann brauchen wir eine Kiste, genau, und in die Kiste kommen. Mauern, Lasertürme. Eine Handvoll Strommasten. Ein paar davon, obwohl ich wirklich ungern die regelmäßig verlieren würde, weil das viel zu viel Eisen kostet. Dann hätte ich gerne die ganzen Edelsteine und die Steine und ich nehme die nicht raus, weil ich euch nicht vertraue, Türme. Ihr seid ganz tolle Türme. Ich will die Edelsteine einfach nur haben. So, da, da, ein Roboter. Ist nicht viel, aber es kommen gleich noch ein paar. So, nächster Punkt. Können wir dieses Basic Beacon Ding hier bauen? Da. Dann gucke ich doch mal, ob das Ding schneller arbeitet. Es hat jetzt eine Mining Speed von 0,25. Wobei es nicht wirklich schneller arbeiten muss, weil es ist bald leer. Es hat jetzt schon nur noch die Hälfte der Ressourcen vom Anfang. Aber trotzdem, ne? Ich hätte was im Vanille nicht testen können, also würde ich das jetzt ganz gerne machen. Vor allem, was für eine Reichweite das Ding hat. Oh, braucht schon mal eine ganze Weile eine Herstellung. Du? Bitteschön. Ist natürlich alles im Bereich, ne? Ja. Guti, guti, guti. Du weg. Du weg. Du zu. Und du? Uch. Achso, du hast schon aufgehört zu arbeiten. Ja, das ist natürlich dann, gut, okay. Ich baue das Beacon-Ding dann mal hier hin. Und baue dich dann mal dahin. Sammelkiste. Also, du hast Mining Power 20, Mining Speed 0,25. Also 20, 25. Speed plus 40%. Oh, warte. Ah, ich kann... Okay. Geht bei Edelsteinen nicht mit der Produktivität, das ist schade. Aber sie arbeiten schon mal schneller ab. Das heißt, wir können dann derweil noch mehr von den Construction Bots bauen. Damit, wenn die Dinger hier später fertig sind und alle Edelsteine abgebaut sind, die Construction Bots einfach die komplette Basis abreißen können. Dass ich das nicht von Hand mit meiner kleinen armen Stahlpicke da machen muss. Und dann können wir mit der gesamten Basis hier runterwandern und das da nochmal aufbauen. Wobei ich erstmal nach Hause gehe und mit den Edelsteinen, die ich jetzt habe, rumexperimentiere, was genau wir da machen müssen und so weiter. Das heißt, ich drehe jetzt mal die Zeit einfach hoch. Damit die Roboter fertig werden und die ganzen Ressourcen hier abgebaut werden. Oh, wir können sogar auf 10-fach stellen, aber nee, lass mal. Also nicht, weil ich nicht so schnell arbeiten will, sondern weil das eventuell das Spiel kaputt machen könnte. Es dürfte recht schwierig sein, alles 10-fach zu berechnen. Hm. Na gut, Power Armor MK2 ist fertig und es gibt eine MK3. 150 Alien-Artefakte. 30 Speed-Module 3. Wahrscheinlich tierisch viel Platz, aber nein, 2 reicht mir völlig. Die will ich bauen. Um das bauen zu können, brauche ich allerdings die Produktivitätsmodule MK3. Richtig? Nee, Effektivitätsmodule MK3. Das wäre jetzt peinlich gewesen. So, Roboter sind noch im Bau. Edelsteine werden abgebaut. Beep, beep. Alles okay. Man kann die Radaranlagen jetzt richtig gut arbeiten sehen. Oh, apropos Radaranlage. Stopp. Ich würde dich ganz gerne mal ersetzen durch das da.
Also momentan geht es bis zu dem Kohlefeld. Klick. Jetzt geht es immer noch bis zu dem Kohlefeld. Also die Radarreichweite ist schon mal nicht größer, also diese aktive Aufdeckung. Aber das Aufdecken von den kleinen Feldern ist wahrscheinlich schneller. Oder größere Fläche. Nee, oh, einfach. Hauptbasis wird angegriffen. Aber es ist nur ein kleines Rudel. Das müsste okay sein. 6 Türme schießen, Mauer wird beschädigt. Roboter müssten jetzt schon hinfliegen, um die Mauer zu reparieren. Forschung, weiter. Und die Viecher sind alle tot. Ja, sehr gut. Und unser Smoke hier konnte die nicht anziehen. Das ist komisch. So, was sagt ihr? Mitkommen, mitkommen. Du... Ah, die Batterieanzeige überdeckt das irgendwie. Das ist nervig. Na gut, wieder hochdrehen. Zack, 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 zack. Schön, Karte beobachten. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von der Radaranlage MK2. Also entweder, dass diese aktive Reichweite größer ist oder dass die aufgedeckten Felder nicht so groß sind wie da, sondern irgendwie doppelt so groß oder so. Aber wahrscheinlich macht sie effektiv genau das Gleiche. Also sie macht es doppelt so groß, aber nicht dadurch, dass das Feld doppelt so groß ist, sondern dass sie in derselben Zeit mehr Felder aufdeckt als die MK1-Version. Oh, oh. So, du bist gleich leer. Jetzt. Gut, dich nehme mit. Oh. Einfache Geschwindigkeit. Dich nehme mit, dich nehme mit. Dich bauen wir ab. Dich bauen wir ab. Und da ist das letzte Kristallhäuflein, ne? Ja. Da bitte hin. Da bitte rein. Boah, es dauert auch nicht lang. Und da auch nicht. Oh, ich... Ich wollte es eigentlich nicht drücken, aber jetzt... Es scheint zu klappen. Ich muss nur beim Angriff runterschrauben. Gib, gib. Ah, es ist irre schnell. So, C2 haben wir erforscht. Erforscht D3, richtig? Ich denke, wir werden keine 300 lila Packs haben. Aber die kann ich erstellen, sobald wir zu Hause sind. Mach. Halt nicht mehr lang. Gut. Stopp. Einfache Geschwindigkeit. Wir haben die ganzen Roboter jetzt, ne? Ja, 10 Stück. Das ist nicht so die Welt. Das heißt, 13 Roboter müssen hier die ganze Basis auseinandernehmen. Viel Spaß, Roboter. Klick. Aber das kriegen wir schon hin. Also, wie gesagt, Plan. Wir lassen jetzt das Ding halt zu Ende rotieren in 10-fach Geschwindigkeit, bis die Kisten voll sind und die Edelsteine leer. Dann werden die Roboter die Basis komplett auseinandernehmen. Und wir sacken die Ressourcen ein, laufen dann mit den Ressourcen zurück zur Hauptbasis, bauen in der Hauptbasis diese ganzen Edelsteinmaschinen, experimentieren damit rum, wie die funktionieren und bauen dann die besseren Lasertürme. Wo wir sie dann hinstellen, weiß ich noch nicht. Und vielleicht bauen wir sie... Oh, einfach. Und vielleicht bauen wir sie auch gar nicht, sondern behalten einfach nur die Edelsteine, um sie dann später bauen zu können. Weil es gab ja mehrere Stufen von den Lasertürmen. Und man konnte nicht die MK1-Türme zu MK2-Türmen direkt machen. Man soll sie irgendwie zerschrotten können und aus den Einzelteilen wieder was bauen können. Aber das ist nicht das Gleiche. Es geht immer noch was verloren dazwischen. Genau, Lasertürme 2. 550. Brauch Emeralds. Erlaubt Lasertürme 3. Wobei ich hier nicht sehen kann... Ich kann raufklicken, ne? Topaz? Topaz ist wohl das seltenste. Haben wir Topaz? Ja, wir haben Topaz. Das heißt, wir können das jetzt schon erforschen? Also ich denke mal, je seltener der Edelstein ist, also Ruby ist am häufigsten, danach kommt Saphir, danach Emerald, dann Diamant und dann Topaz? Würde von den Werten so danach aussehen. Wir können jetzt schon... Gucken wir mal. Falsche Taste. Bronze, Saphir. Diamant sehe ich gar nicht bei den Lasertürmen. Da nicht. Emerald.
Silber Topaz, nee. Also Diamanten müssen für irgendwas anderes sein. Na gut, bitte erfahr. So teuer. Aber die werden noch gut sein. Gibt es irgendwas anderes, was ich noch machen wollte? Die da. Ja? Hatte ich die nicht eben gerade schon? Stopp. Nee, hatte ich nicht. Bitte erforsch Dreier. Oh, machst du schon. Ich hab nichts gesagt, ist okay. So, Roboter, zerlegt bitte die Basis. Und dafür braucht ihr bestimmt auch wieder eine Logistikkiste, hm? Ja, da. Gib Logistikkiste. Ich nehme mal das da weg. Autosave. Weg, weg. Das Wichtigste sind eigentlich die Mauern und die Türme. Ah, oh, und der Roboport, aber den muss ich zuletzt abbauen. Du bitte nicht die Stromversorgung. Mauer weg, Mauer weg. Ich habe nicht so viel Platz im Inventar. Ich schmeiß mal ein paar von den Fließbändern hier rein. Holz brauche ich nicht unbedingt. MK1 Dingens brauche ich unbedingt. So. Armored Cargo Wagon brauche ich nicht so. 11 Objects Missing. Was? Ihr macht das schon, Jungs. Bitte hier alle Lasertürme in die Truhe legen, damit ich sie für die nächste Basis benutzen kann später. Und die Mauern und die roten Fließbänder auch noch. So, und jetzt kommt bestimmt gleich ein Angriff. Ah, ne, sieht soweit gut aus. So. So. Sehr schön. Türme, Mauern, alles her. Außer die Sachen, die ich eben gerade reingeschmissen habe. Neuen Kupferdraht brauche ich nicht. Bau bitte aus den Steinen, die wir da haben, noch mehr Mauern, damit es weniger Platz wegnimmt. So. Gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir. Alle fleißig dabei. Oh, und der Roboter hat keinen Strom. Das ist nicht gut, weil dann können die Roboter auch nicht aufladen. So. Genau. Her, her, her. Her, 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 her. Dieses alles aus der Kiste nehmen ist wahrscheinlich sehr praktisch, aber momentan verklicke ich mich da immer. Weg, weg. So, sind gleich fertig, hm? Ja, okay. Also, dann ab nach Hause und zu Hause rum experimentieren mit den Edelsteinen. Und dann die Edelsteine so lange behalten, bis ich wirklich weiß, wann ich wo welche Türme baue. Also, es ist eigentlich ein bisschen sinnfrei, aber na gut. Dann hätte ich gerne dich noch. Die da. Und dann komme ich irgendwann wieder, um die Reste hier abzuholen, wobei die nicht so wirklich wichtig sind. Ja, bye bye Außenposten. Du hast treue Dienste geleistet. Ist jetzt unterwegs ein bisschen Licht, einfach nur damit ich Licht habe. Ja. Bau Licht. Sonst bin ich gleich zu Hause, bevor das Licht fertig ist. Ah, Inventar ist voll. Bitte schmeiß. Was? Ah, da ist Licht. So. Licht. Wir bringen Licht in die Dunkelheit. Mitten in die Pampa. Damit die Beißer wissen, wo sie langlaufen müssen. Ja, es fällt mir auch gerade auf. Vielleicht nicht die schlaueste Idee, die ich je hatte. Ah, soll. Die 5 Türme werden schon damit klarkommen, hm? Das ist irgendwie eine ziemlich maue Verteidigung hier. Genau, einfach noch eine Mauerreihe bauen. So. Und da wir gerade 70 Türme im Inventar haben, gehen wir mal eine Runde aus hier, ne? So. Sehr schön. Apropos Gegner und Türme und so weiter. Noch eine Änderung, die mit Ditech kommen soll mit der nächsten Kampfversion, sind fliegende Gegner, die dann einfach über Mauern rüberfliegen. Sehr schöner Gedanke, ja? Genau, so. Jetzt gucken wir, genau, die drei Sachen. Dafür brauchen wir Raw Diamonds. Die kriegen wir wahrscheinlich mit irgendeinem davon. Das heißt, ich baue. Start brauchen wir noch. Ich brauche jede Maschine einmal. Und dann gucken
gucken wir in der nächsten Folge, was genau wir da machen müssen, um daran zu kommen. Und brauche eine Edelsteinkiste. Wo machen wir das hin? Machen wir es mal hier hin. So. Dann nehmen wir die Edelsteine von hier, tun die da alle rein. Dann nehmen wir die Edelsteine von hier. Tun die alle da rein. Und ich habe ganz viele Sachen auf den Boden geschmissen eben gerade. Du. So. Irgendwo hier liegen jetzt Maschinen. Genau, da. Oh, Angriff. Ja, so viel zu Überresten einsammeln später. Die Beißer räumen für uns auf. Also haben wir jetzt Holz verloren und ein paar Strommasten und gelbe Förderbänder. Also okay. So, ein Gem-Grinder. Du siehst schon mal abgefahren aus. Und bist komisch zu positionieren. Da, Gem-Grinder. Du stellst Stein her. Zweimal Chunks of Ruby. Crushed Ruby. Okay. Die Grafik ist ein wenig... Kann ich das so beladen und entladen? Oder hat das... Ja. Das werden wir gleich gucken müssen. Und dann packen wir in die eine Eingangskiste einfach erstmal die ganzen useless Sachen rein. Damit wir da ganz viel Stein rausbekommen. Und dann schmeißen wir die Chunks rein, um Crushed zu bekommen. Haben wir Chunks? Useless? Chunks. Ja, wir haben Chunks. Das sind... obwohl, die Chunks sind die, die wir von den Gegnern bekommen. Die würde ich ungern verballern. Was hatten wir noch? Ich glaube, ich habe noch irgendwo was liegen lassen. Nee. Ich hatte doch noch ein so ein Diamantding da gebaut. Okay, mehr Stahl. Was? Moment mal, wir haben 360 Stahl dabei. Warum willst du... Oh, Eisen. Okay, mehr Eisen. So. Ja, viel besser. Also, Gem Crusher haben wir. Gem Grinder haben wir. Den da. Gem Crusher. Brauch schon mal ganz viele Sachen. Aber gut, also, nächste Folge gucken wir uns die ganzen Edelsteinsachen an und versuchen dann mal zu gucken, wie die Reihenfolge da ist, ob man irgendwas falsch machen kann und so weiter. Also, bis gleich.